Welcome back to the Walking Dead. So, da sind wir wieder. Ja, machen wir auch gleich weiter am besten. Und zwar, was lief denn? Wir haben, kann ich euch schon zeigen, wir sind mit diesem Zug hier, sind wir angebrettert gekommen. Dann gab es mehr oder weniger eine Vollbremsung, weil hier, sieht man es? Ja, genau, da oben ist ein LKW. Und dessen Hänger hängt hier, ja, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Hänger. Der hängt hier runter und ich soll da irgendwie oben, ich kann es leider nicht zeigen, sonst müsste ich hochklettern, da habe ich jetzt keine Lust zu. Auf jeden Fall, ich muss da oben die Kupplung irgendwie lösen, keine Ahnung wie. Und den einzigen Hinweis, den ich habe, ich soll da hinten zum Bahnhof. Geht aber, komm, da hinten soll ich hin. Und da ja Omid, wie ihr wisst aus der letzten Folge, gerade nicht bei der Arbeit ist, denke ich, werde ich mir mal alleine dahin schleichen. Und wie gesagt, Chuck, wenn ich zurückkomme, dann spielst du bitte was anderes. Das ist ja nicht zum Aushalten, echt. Ich halte es nicht mehr aus, du spielst immer den gleichen Scheiß. Seit gestern Nacht, verdammt doch mal. 24 Stunden spielt er eben den gleichen Scheiß, das ist ja nicht zum Aushalten. Er kann auch gar nichts anderes, kommt mir langsam vor. Ist irgendwie auch langweiliger. Also am Anfang hat es mir noch gefallen, aber jetzt... Das ist enttäuschend. Ich dachte schon, wir hätten hier einen richtigen Musiker gekriegt. Jetzt klimpert der nur. You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. So, mal den Bahnhof inspizieren. Da ist, glaube ich, schon länger kein Zug mehr durchgekommen. Aha, Überlebende drin. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil sich die Überlebenden ja öfters als tot herausstellen hier. Ah ja, da kann ich auch klicken. Ein Überlebensschild. Für mich ist das zwar ein Dach, aber ist egal. Somebody must have been pretty desperate. Ja, also wenn ihr hier am Dach rumgekraucht ist extra, dann muss er schon ziemlich verzweifelt gewesen sein. Vor allem, dass er nicht mal eine Leiter hat hier. Vielleicht ist er auch im Viereck gesprungen. Keine Ahnung. Ich sehe, da ist auch die Farbe. Und hier nochmal, anschauen, Farbeimer. Kann ich da was dazu schreiben vielleicht? Nee, das ist schon vertrocknet. Der dumm gelaufen. Ja, vielleicht ist ja die Christa auch vertrocknet, deswegen kann man sie nicht anschäkern. Keine Ahnung. Aber es wäre jetzt doch cool gewesen, wenn ich da auch was hinschreiben hätte können. Zum Beispiel Zombie drin, weil ich vermute ja schon wieder, da ist doch wieder was. Deswegen müssen wir doch überhaupt dahin. Ist doch immer dasselbe hier. Aber ich komme mich, hier springen mich jetzt plötzlich wieder an. Ich vergesse das mit dem Auto, das ist mir so in die Knochen gefahren. Aber ist ja so ein Knochenkotzen hier. Verdammt doch einmal, echt. Das war übel, echt. Ohne Scheiß jetzt. Anschauen, Schild. Guck mal da hin. Okay, was? Everton und Schulz. Okay. Das nützt mir aber ehrlich gesagt nicht besonders viel. Und hier, Drobny feines Silber. Tja, habe ich eigentlich keine Verwendung. Hier, Maccabee Imports. 18, irgendwas? Könnte das sein, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, ist das vielleicht Boston? Maccabee Imports, das erinnert mich nämlich an was? Sind die da gerade dabei, den Tee über Bord zu werfen? Die wollten wahrscheinlich das Monopol an sich reißen, Maccabee. Das könnte hier... Ah, vielleicht ist auch Kennys Boot. Tja, wer weiß. Schaut doch mal. Ja, das wäre cool, wenn wir so ein Boot kriegen würden. Das wäre nicht schlecht. Und hier, Ray Brand. Oh, Autoparts. Was? Macon GA 1931. Ja, die Teile sind schon älter. Es wird wahrscheinlich schwierig, noch ein Ford T aufzutreiben oder sowas. Hier gibt's auch Taft, habt ihr gesehen? Hier, Taft. Nicht Taft, sondern Taft. Muss man wahrscheinlich hin... Ja, genau, hier, Taft. Kennt ihr doch Taft? Schon eine Weile her. Irgendwie Haarspray und solchen Kram. Ah, hier kann ich vielleicht mal pinkeln. Guckt doch mal kurz weg hier. Ihr guckt ja trotzdem. Ich hab doch gesagt, ihr sollt weggucken, Mensch. Kann doch nicht pinkeln so, wenn ihr zuguckt. Verdammt doch mal. Jetzt guckt doch mal weg. Ah, Mensch. Ist mir peinlich, wenn ihr zuguckt bei Pinkeln. You should wait for me before trying to open doors.
Sorry. Luckily, it's locked. We'll get better at working together. Also, was kann ich hier gegen die Türe drücken? Natürlich anschauen, sprechen wir doch jetzt. We'll have to find a way in. Ach, das war wieder so ein Ding von, lassen wir, es steht auch was hier. Seenotzeichen, SOS. Tja, die Bahnhof wird wahrscheinlich demnächst mal unter, oder die ging mal unter, keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich demnächst im Dreck versinken oder so. Ein Seenotzeichen. Ist das vielleicht der Titanic-Bahnhof? Keine Ahnung. Der Titanic-Bahnhof. Hier, ein Gabelstapler. Was ist da? Kann man auch Löffel stapeln mit diesem Stapler? Doesn't look like that thing's worked in years. Aha, da hat schon länger nichts mehr gestapelt. Ich sehe schon. Ist wieder mal vergammelt, wie immer. Den meisten Kram hier kann man nicht benutzen. Man kann ihn anklicken, aber dann geht er nicht. Es ist doch immer dasselbe hier. Zu entschieden. Ich dachte nämlich gerade, vielleicht könnte man das ein bisschen anheben, den Scheiß, und dann die Kupplung lösen. Aber nein, der hat schon länger nicht mehr gestapelt. Tja, vielleicht sind die zwei auch Hochstapler, kommt mir jetzt gerade nicht. Wer weiß. Da der Omid und die Christa. Vielleicht wollen die uns auf die Schippe nehmen. Aber nein, das ist ja eben eine Gabel und keine Schippe. Also, was gibt's hier? The window's open up there. Maybe I could look in? Ja, warum nicht? Na, guck doch. Ich alte Drecksau. So. Ach so, ich muss wahrscheinlich... Genau, verstärken. Ich muss die Clementine... Muss Clementine verstärken. Wie mache ich denn das? Mache ich einen kleinen Hulk aus der Clementine? Keine Ahnung, wie geht das? Aber guck, wie das aussieht. Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window up there? Sounds good. Okay, dann hopp. Und zack. Guck doch mal rein. Okay, I can see in. Super. What do I do now? Keine Ahnung. Was siehst du denn? Es wird schwer sein, die Tür zu öffnen. Spring rein, wenn du... Nein. What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny probably had me pick the lock. Prügelschlüssel. Vielleicht kann ich die Tür zertrümmern. I think I opened it. For real? I think so. Ups. Cool. Du bist ja klasse, echt? I'll be damned. Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Es ging ja leichter als gedacht hier. Ja, sehr super. Aha. Klasse. Das kann ich leider nicht mal sagen hier. Super klasse, Clem. Das hat mich jetzt also... sprachlos wäre jetzt zu viel. Das ist bei mir auch verdammt schwierig, aber ich war jetzt gerade ein bisschen baff. Ehrlich gesagt. Cool. Das hammermäßig. I can't see in there. Ja, mach doch die Tür auf. Ist immer dasselbe mit den blöden Augen. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Shipping und Receiving. Oder? Lese ich das richtig? Ja, Receiving. Okay. Ah, wieder so ein dunkles Loch. God damn, it's dark in here. Maybe I can hold the so door open? So dunkel wie Lee ist hier drin. I don't like that. I'll prop it open with something. Wobei, die Musik ist noch nicht dramatisch. Also, ist eher entspannend. Wobei, das machen sie auch, die miesen Nummern da. Wish that thing was in my hands instead of over there. It's too dark otherwise. Oh, mit die Tür auf jetzt hier, komm! Genau. Dass wir hier nicht mehr rauskommen zum Schluss. Genau. Anschau, Universalschlüssel. Es ist ja gar nicht mehr schön und schwer, jetzt ist ja nur noch universal. Oder war das vorher schon? Weiß nicht. Anschau, Schild. There's gotta be something useful in here. Ja, vielleicht für Kennys Boot. Vielleicht finden wir was für Kennys Boot. Wenn der Dreckskahn wieder kaputt ist, müssen wir vielleicht nochmal hierher. Keine Ahnung. So, rede mit Clementine. Kennt übrigens, habe ich schon mal gedacht, kennt ihr noch Clementine? Also, die einen, die Älteren vielleicht so. Mit dem weißen Riesen. Der Weißer wäscht als weiß. Und ja, ich dachte immer nur, dieser Schwachsinn gibt's doch gar nichts. Genauso wie die Schwärzer als Schwarz. Also Lee ist Schwärzer als Schwarz. Blöder Scheiß da. Aber das kommt mir in Sinn manchmal bei Clementine. Das war immer so eine Kackwerbung da. Musste ich immer so ein bisschen grinsen. Das war so eine lustige, männlich-komische Frau. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Aber die sich gesehen haben, die kennen das. Und die wissen bestimmt, was ich meine jetzt. So, hier gibt's noch Kaffee. Nee? Naja, ich glaube nicht. Das ist gerade eine Dose, oder? Leere Dosen gibt's ja immer wieder. Ah, da sehe ich was. Hier, Lötlampe. Vielleicht
gib mir jetzt nicht auf, wie ich da endlich mal das Zeug da runterkriege. That's exactly what we need. Genau. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Wobei, das ist keine Lötlampe, das ist ein Schweißbrenner. Also, auf jeden Fall mit einer Lötlampe werden wir nicht weit kommen, glaube ich, bei dem Riesenhänger da. Leeres Regal kann ich ja. Jetzt weiß ich alle schon, was jetzt bei dem Auge kommt mit dem leeren Regal, dass da nämlich nichts drin ist. They didn't have much business back then. Oh, super. Okay. Also solche Dinger, ich weiß nicht, für was die gut sind, manchmal echt. Pack doch wenigstens einen Zombie ins Regal, oder? Ich weiß doch auch nicht, sonst irgendwas. Aber, also, ja, okay, lassen wir das. Anschau, Käfigtür. Ja, guck doch mal. It's locked up good, but there's some space at the top. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. Oh, das gefällt mir aber nicht. Also, warum nicht? Da ist ja keiner. Wir sind ja ganz allein. Das war jetzt immerhin mal informativ. Also dieses Auge, das habe ich jetzt gern geworfen. Hoffentlich kriege ich das da wieder raus. Wenn ich jetzt da nämlich nicht reinkomme, dann bin ich nachher ein Pirat. Da brauche ich eine Augenklappe. Weil ich habe jetzt da gerade mein Auge hingeworfen. So, öffnen. Mach mal auf. Komm. Locked up good. Ah. Ja, und wie komme ich jetzt da rein? Was, ja, doch, ja, hab ich das richtig gehört? How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Das weiß sie doch schon. Aber dich brauche ich. Ja, da kann ich sie auch nehmen. Also kann ich sie wieder verstärken. Die wird hier drin noch zum Hulk. Bist du, wenn ich sie so viel verstärke? There's muss ich aufpassen, die klappt mich noch. Not much. We're lucky I'm so little. Here genau. We are. Aber du bist mir langsam zu stark. Ich krieg langsam Angst. Clem, echt? Ich darf mich mit der ja gar nicht mehr streiten oder so. Die kloppt mich ja zusammen, wenn ich die hier laufen verstärke. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. Ja, also komm, genau. Und hopp. Go on and grab the keys, Clem. Ah, der Schlüssel ist da. Das ist gut. Das, gib mal Schlüssel. Was ist los? Behind you! Ach nee! Fuck! Ah, hau ab, du Pisser! Zieh Leine, du Pisser! Jetzt hängt der schon wieder an mir dran, das gibt's doch nicht! Ach, ich soll da hin wahrscheinlich, oder was? Was muss ich denn? Drücke wie? Ah, dann geht sie mal alleine hier. Komm, klopft ihm eine und zack, bisschen Zeit verschafft und jetzt packt den Schlüssel. Da soll ich doch irgendwie hin, oder? So. Hau, Schädel weg und genau. Ah, nein, warum haust du denn nicht zu? Ich kann ja gar nichts machen. Ah, hier. Ich sag schon, ich kann wieder nichts machen. So, und jetzt hau ihm eins auf den Kopf. Zack, tiefer renn ich weg. Oh, der sieht scheiße aus jetzt. Huh, lach, meine Kacke wieder. Da meint Mama ist sicher und dann ist er sauber. Aber komm denn die jetzt her? Ich hab's auch noch reingelassen. Tür aufmachen. Ah, oh, die ist ganz nervig. Ach nee! Ach! Wie komm da raus? Ja, genau. Schüssel, komm. Schnell. Hier, Schlüssel. So, und jetzt da rein. Fuck, it's still locked. Ich will doch das wieder, Mensch. Das ist immer dieses blöde Auge da. So, jetzt macht ihn alle. Genau, und... So. God damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. Aber wir leben noch, oder? Also, everything's okay. Ich dachte ja schon, ich kratze sie wieder auf, Mensch. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. Ja. Lief nicht so besonders, aber immerhin, Willi. We found some walkers. Genau. Die haben uns gefunden. You and an 8-year-old versus 3 of them. Haben die nicht gesucht? Wie gesagt, ich habe sie ja verstärkt, die Clementine. Das darf man nicht vergessen. Da kriegen wir auch 10. 7 mit einem Schlag kriegt die Clem. Kümmer dich um deinen Kram, so dumm. Wir haben's gekriegt. Yeah, it looks like. What if you hadn't? Tja, das wäre scheiße gewesen. I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. Ja, die kommen jetzt wieder, natürlich, klar. Ja, die werden jetzt mit Sicherheit kommen, die jetzt wieder. Ich habe ja geschossen, ich Arsch. I hope you know what you're doing with her. Ja, wir leben noch, nicht wahr? Ja, komm, ich auch, ich nicht, doch, ich wir leben still doch alive, noch. Was willst du denn? Yeah, you are. Ja, ist doch wahr. Ist dann einfach nicht vergessen. Ist vielleicht auch besser. Nicht, dass die noch meint, wir wären tot. So, gib mal her, Lötlampe. We got it. Let's go outside. Knallt sie uns noch ab, wenn die uns hier tot hält. I'm not ready for a gun. Na, das würde ich so gar nicht sagen.
Alles ist gefährlich. Du musst lernen abzudrücken. Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. Du musst nur lernen abzudrücken. You just have to learn to pull the trigger. Dann wird das schon. It's so hard. Don't think. Just do it. Live with what happens. I'll try. Aber du hast das gut gemacht, Kleine. Komm, du hast es gut gemacht. Du hast es versucht. Und fürs erste Mal war das super. Hä? Clem. Das war super, komm. Dass man da Schiss hat, ist normal, mein Gott. Darf ich dir was erzählen, Clem? Ich hatte auch Schiss bei dir daheim. Also keine Sorge, da brauchst du dir nicht so Sorgen machen. Das ist ganz normal. Okay? You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. Das vergeht. Das sagt er auch. Das geht vorbei. Komm, you sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. Kannst du jetzt nicht laufen, oder was? Ach, ich muss wahrscheinlich vorgehen hier. Das ist nicht so schlimm, Clem. Kommt alles in Ordnung wieder. Nächstes Mal ist das schon besser. Aber sie hat immer... Du hast es doch versucht, ist doch gut. Ich finde, die hat das gut gemacht. Kann man nicht erwarten, dass das gleich klappt. Finde ich. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Das machen wir aber das nächste Mal. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Kannst doch kurz warten. Ich wollte noch schneiden. Das machen wir das nächste Mal. Sonst wird das hier wieder zu lange. So, vielleicht können wir schnell mal hier mal schwätzen hier. Ich will wissen, wie es hier geht. Es ist wichtig. Es ist mir einfach... Es sagt sie gar nichts. Hey, bist du sicher? Doch, sie sagt was, aber es kommt leider kein Text noch, sonst irgendwas. Oder werde ich jetzt hier ignoriert, weil sie halt irgendwie wichtiger ist, oder keine Ahnung. So, sie ist vereinnahmt wird hier. Auch, ich meine, wenn es auch hier keine Einnahmen gibt, aber vielleicht wird sie hier gerade vereinnahmt oder so. Hi, Girls. Hey. Aha, da ist was Neues. Okay, was da am Bahnhof passiert ist? We were trying to get used to being on our own. Clementine and I. So you take her into a dark, boarded-up building to build character? Not exactly. I think it's a good idea, figuring stuff out for yourself, for what it's worth. But be smart about it, though, you know? Teach her to scan the area for things. You two should never be looking in the same spot. That's a waste. Stay the hell out of places like that building over there, especially if you don't have more than one way to get out. Uh-huh. Be more afraid of groups of living men. Than dead folk. Ja, die ist noch schlauer, wie ich dachte. That we know. Omid and I are still alive because we're two, not six or eight or ten. I don't believe in strength in numbers, and you shouldn't either. Ich auch langsam. Weil fällt euch auf, seit die Gruppe kleiner ist, ist nämlich keiner mehr gestorben. Und als wir mehr waren, da sind laufend welche gestorben. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn die Gruppe hier nicht allzu sehr wächst. Ehrlich gesagt, habe ich nämlich auch langsam das Gefühl, was wahrscheinlich fast einfach, so zwei zu dritt oder so. Und die hat ein paar kluge Sachen gesagt, habt ihr es gehört oder gesehen, weiß nicht. Und zwar, wir sollen, wenn wir in Gebäuden drin sind, immer in verschiedene Richtungen gucken. Das finde ich einen sehr klugen Rat, weil es ist wirklich Verschwendung, wenn alle in die gleiche Richtung gucken. Und immer gucken, ob es, wenn es nicht in Räume, die, wo man nur einen Ausgang hat, weil das genau das Problem hatten wir jetzt. Ich vermute, weil die waren ja plötzlich da wieder, oder? Ich habe ja den Raum extra angeguckt. Also vielleicht hat er sich in der Kiste versteckt oder hat da gepennt oder keine Ahnung, was die Zombies so treiben in ihrer Freizeit, wenn sie gar nicht am Walken sind. Auf jeden Fall waren die plötzlich da und ich denke mal, die sind durch die Tür reingekommen. Also kann ja fast nicht anders sein, weil die sind ja hinter mir aufgetaucht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin doch, die waren hinter mir zuerst, oder? Nee? Oder von der Seite? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, die kamen von hinten. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn es nur eine Tür geht, weil er gibt. Entschuldigung, dass es wieder schweizerdeutscher Kram gibt. Gibt. Und ja, man kann dann halt nicht mehr raus. Also wenn, ich hätte ja jetzt auch wirklich, da hat sie schon recht, hätte auch Pech haben können. Wenn das so 15 gewesen wäre, dann wäre ich da, egal wie viel mal ich das versuche, da käme ich da nicht mehr raus. Da wäre dann dieses orange You are dead wäre dann Dauerbildschirm geworden. Also da hätte ich dann einen Bildschirmschoner damit machen können und der Lide wäre dann auch nicht verschont worden. Ja, aber ich verschone euch jetzt mit solchen Scheißsprüchen und mache jetzt mal den Schnitt. Und wenn ihr... Oh, da kann er die Augen gar nicht mehr von Kristall... Und jetzt hat er es gehört.
dachte schon, du kannst sie auch gar nicht mehr abwenden. Ja, es wird dann böse, soll ich solche Sprüche machen. Okay, wie gesagt, freut mich, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Bye.